Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, hier auf meinem YouTube-Kanal Elektro-Ronny. Ich bin der Ronny und heute zeige ich euch mal, was es damit auf sich hat, den automatischen Blinker zu nutzen. Ich habe viele Anfragen dazu bekommen und heute will ich das mal versuchen, im Video umzusetzen. Als erstes gehen wir mal auf die Einstellung ein und was die genau bedeutet. Die automatische Blinkereinstellung findet ihr natürlich in den Einstellungen. Dazu geht ihr auf das Auto, also hier unten auf dem Button vom Fahrzeug, und dann wechselt ihr in Beleuchtung. Warum das hier in Beleuchtung ist, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht, weil es mit dem Blinker was zu tun hat. Aber auf jeden Fall steht hier Automatik Blinker, also der automatische Blinker. Wenn wir hier auf das I gehen, dann sehen wir folgenden Text. Automatisch ausschalten. Ihre Blinker schalten sich automatisch aus, nachdem eine Einmündung, Abzweigung oder ein Spurwechsel vollzogen wurde. Wenn das Fahrzeug ein bevorstehendes Abbiegen oder einen weiteren Spurwechsel in dieselbe Richtung erkennt, schaltet sich der Blinker erst aus, sobald das Manöver abgeschlossen ist. Hinweis, die Blinker werden abhängig vom Lenkwinkel ausgeschaltet, ungeachtet der ausgewählten Einstellung für den automatischen Modus. Okay, also ich habe ihn jetzt mal eingeschaltet und jetzt fahren wir mal eine Runde und ich werde jetzt mal hier die Kameras positionieren, damit ihr genau seht, wenn ich euch zum Beispiel was erkläre, wenn er über die Kameras hier im Fahrzeug verbaut, hier oben sind ja Kameras dahinter, und dann kann man hier nämlich sehen, dass er dann einen Abbiegepfeil erkennt, und wenn ich dann nämlich hier drüben nur den Blinker so leicht betätige, dass ich ihn quasi nicht durchdrücke, sondern einfach nur so leicht antippe, dass er dann nicht einfach ausgeht. Ja, das werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Okay, also, wir fahren mal eine Runde. Was eine wilde Konstruktion wieder, ne? Jetzt hast du hier schon die Kamera am Display kleben. Aber ja, so ist das halt, nicht wahr? Ich hoffe, dass die eine Kamera jetzt nicht zu sehr wackelt. Vielleicht hätte ich die im Action-Modus starten sollen. Aber ich lasse es mal laufen. Ihr seht ja hier oben auch noch das Ganze. Also ich habe jetzt hier eine Kamera an den Display gehangen. Und jetzt seht mal, auf dem Boden werden ja auch immer die Pfeile erkannt. Diese werden aber auch nur dann immer erkannt. Jetzt zum Beispiel blinke ich. Und jetzt erkennt er auf dem Boden, hier seht ihr die Pfeile. Und der Blinker geht nicht automatisch aus. Wenn ich das Ganze nämlich jetzt gleich auf der Autobahn mache, dass ich dann quasi ebenfalls abbiege, und also nicht abbiege, sondern dass ich jetzt auf der Autobahn dann gleich die Spur wechsle, dann ist es halt so, dass er den Blinker direkt nach dem Spurwechsel deaktiviert. Hier könnt ihr jetzt aber sehen, hier drunter ist ein Pfeil, ne, so wie der hier geradeaus, sieht man auch den Linksabbiegerpfeil, und dann schaltet er das Ganze natürlich nicht ab. Und das ist wirklich, also in meinen Augen, eine der besten Funktionen bei dem automatischen Blinker. Also jetzt, wie gesagt, schaltet er sich nicht aus und ich habe ihn nur angetippt. Ich werde ihn während den ganzen Fahrten jetzt auch immer nur antippen. Das heißt, nicht nach unten komplett durchdrücken, wobei das auch egal ist, ob du ihn durchdrückst oder nur antippst. Ich will nur sagen, dass halt die Möglichkeiten bestehen, damit ihr Bescheid wisst, wie das Ganze funktioniert. So, wenn wir jetzt gleich abgebogen sind, werdet ihr merken, nach dem Abbiegevorgang wird der Blinker sich automatisch ausschalten, so wie sich das gehört. Das tut er allerdings auch, wenn ihr nicht den automatischen Blinker nutzt. So, wir biegen jetzt ab, weil wir jetzt grün bekommen haben. Nachdem wir abgebogen sind, Blinker aus. Ja? Also das ist eine völlig normale Reaktion des Blinkers. Die hast du aber auch, wenn du nicht den automatischen Blinker nutzt. Jetzt kommt die erste Funktion. Also das war eben mit dem Pfeil natürlich eine Automatik. Und jetzt kommt der erste Spurwechsel. Ich tippe nur an, vollziehe den Spurwechsel und er schaltet sich aus. Ja, das ist jetzt nochmal. Ich warte jetzt, bis links frei ist. Dann werden wir mal links rüberziehen und dann zeige ich euch das nochmal. Sobald du jetzt, wie jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir freie Fahrt. Ich kann jetzt links rüber. Ich mache den Blinker an, der geht nicht aus. Jetzt fahre ich auf die andere Spur. Nachdem ich die Spur gewechselt habe, merkt er das und er schaltet den Blinker ab. Das ist der automatische Blinker. Ja, also das funktioniert bei Auffahrten, Abfahrten, bei Abbiegefunktionen, also sprich Funktion, Situation. Also wenn wir jetzt gleich auch die Spur wieder rüber wechseln, auch dann funktioniert das natürlich auch umgekehrt. Sollten wir zum Beispiel zwei Spuren wechseln, das können wir gleich mal testen. Hier vorne kommt tatsächlich die Möglichkeit, zwei Spuren zu wechseln. Und dann sollte er das auch erkennen, dass wir einmal dann durchziehen über beide Spuren. Und erst dann sollte er den Blinker ausschalten.
Also wir werden das jetzt gleich mal vor dem Bus hier testen. Da werden wir mal rüberfahren und dann werden wir das mit dem Spurwechsel mal eben ausprobieren. Also jetzt erstmal auf die rechte Seite rüber, Blinker einschalten. Ich mache ihn nur, wie gesagt, antippen, fahre rüber. Nachdem die Spur gewechselt wurde, schaltet er sich aus. Das ist die automatische Blinkererkennung. Also hier vorne wird jetzt gleich die Autobahn dreispurig. Dann werde ich mal simulieren, dass wir von ganz links nach ganz rechts mit einem Blinkervorgang rüberfahren, ob er das tatsächlich erkennt. Auch hier wieder die Situation, wir blinken, Vorgang abgeschlossen, Blinker aus. Jetzt bleibe ich mal auf der linken Spur, obwohl ich schon rechts rüber könnte. Aber ich möchte euch jetzt mal ganz kurz zeigen, dass hier vorne jetzt gleich die Möglichkeit besteht, dass wir zwei Spurwechsel machen könnten. Und zwar genau jetzt. Hier muss ich noch abwarten, hier ist noch durchgezogene Linie für meine Seite. Von der anderen Seite kann man schon rüber. Und jetzt können wir in einem Blinkervorgang zwei Spuren wechseln. Testen wir jetzt mal. Auch das klappt wunderbar. Ne? Ihr seht also, zwei Spuren wechseln mit einem Blinker funktioniert auch. Machen wir jetzt nochmal in die andere Richtung. Funktioniert ebenfalls, ne? Damit ihr das mal gesehen habt. Eine Spur jetzt nur. Funktioniert auch. Noch eine Spur. Also ihr seht, er erkennt das automatisch. Wenn ich jetzt natürlich einmal blinke und fahre in die Spur, halte die ganz kurz, dann schaltet er den natürlich aus. Da muss ich ihn neu aktivieren, damit ich wieder auf die nächste Spur rüberkomme. Ihr glaubt gar nicht, wie lange ich jetzt hier lang gefahren bin, um zu hoffen, dass ich jetzt mal frei habe. Ja. Hat aber nur dreimal gedauert. Also wisst ihr Bescheid. Also beim Abbiegen des Vorgangs habt ihr ja mitbekommen, sobald Pfeile auf dem Boden erkannt werden, schaltet er sich nicht einfach automatisch ab, weil er dann weiß, dass der Abbiegevorgang nicht automatisch abgeschlossen ist. Ob er das tatsächlich über die Kameras erkennt, kann ich euch nicht 100% bestätigen. Mir ist es nur aufgefallen, dass er das definitiv macht. Wenn er Pfeile auf dem Boden erkennt, dass er den nicht direkt abschaltet, ja, den Blinker. Auch hier wieder. Spurwechsel aus. Ist wirklich, und es spielt auch keine Rolle, ob ihr ihn durchdrückt. Wir werden jetzt gleich, wenn ich vorne auf die Autobahn fahre, werde ich ihn mal durchdrücken, weil das spielt tatsächlich keine Rolle, wenn der in dem automatischen Blinkermodus ist, ob ich ihn durchdrücke oder nicht. Ne, achtet jetzt mal darauf, ich werde jetzt mal komplett durchdrücken, den Blinker. Ne, jetzt habe ich ihn komplett durchgedrückt, jetzt fahre ich rüber und auch da schaltet er sich automatisch ab. Also das habe ich schon alles mehrmals getestet, damit ich das jetzt hier in dem Video definitiv gut verpacken kann. Und ja, das ist quasi das automatische Blinken. Auch hier wieder Spurwechsel und er macht das natürlich wieder ganz souverän. Blinker aus, wirklich hervorragend. Ich habe bestimmt schon irgendwann mal eine Situation gehabt, wo er das nicht automatisch deaktiviert hat. Weiß nicht, in welchem Zusammenhang das gewesen ist. Es ist schon vorgekommen, ja, aber es ist jetzt nicht wirklich so gewesen, dass ich dann sage, okay, oh Gott, jetzt bin ich total überfordert, jetzt muss ich den Blinker selbstständig ausschalten. Das ist natürlich nicht. Habe ich heute im Video schon meinen Sponsor erwähnt? Schopfer Tesla. Da bekommst du nämlich noch im Februar, also wenn du schnell bist, jetzt im Februar noch schnell was bestellen, dann bekommst du nämlich noch 10% auf alles. Ja, das wird sich leider nämlich ab März ändern. Da gibt es dann nur noch 5, aber hey, immerhin noch 5%. Aber mit dem Gutscheincode RONNY10 erhältst du 10% auf alle deine Artikel, die du im Shop von Tesla bestellst. So, jetzt nochmal ein Spurwechsel, weil es so schön ist. Einfach mal rüber und Blinker aus. Sehr gut. Ja, das soll es auch schon mit dem Video zum automatischen Blinker gewesen sein. Ich hoffe, dass diese kleine Tutorial-Erklärbär-Reihe dir geholfen hat. Und wie du ihn einschaltest, du gehst aufs Auto, gehst in die Beleuchtung und unter dem Beleuchtungspunkt Automatikblinker, da kannst du den einschalten und dann hast du den automatischen Blinker automatisch aktiviert. Und ja, das soll es damit auch schon gewesen sein. Ich danke dir wie immer fürs Zuschauen. Wünsche dir noch einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend.
Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, und damit du hier nichts mehr rund um das Thema Tesla verpasst. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Oder wenn du jetzt zu Bett gehst, eine angenehme Nacht. Euer Ronny ist raus. Cheers.